Herzlich willkommen zur Deutschen Enduro-Meisterschaft im Jahr 2000. Es ist noch früh im Jahr und noch früh am Morgen, wo sich hier in Uelsen, unweit der holländischen Grenze, jetzt die Fahrer zu einer langen Saison rüsten. Einiges hat sich getan und in der nächsten Stunde werden wir Ihnen die neuen Teams und die Highlights dieses Jahres präsentieren. Zuerst geben die 125er ihre Motorräder zum Start und ein Mann fehlt in der ersten Startreihe. Der amtierende 125er-Meister und Champion aller Klassen, der Schwede Rickard Larsson, der eigentlich die Nummer 1 tragen sollte. Doch der Husqvarna-Fahrer war vor einigen Wochen im Training gestürzt und hatte sich eine Wirbelverletzung zugezogen. So fiel er lange Zeit aus und meldete sich erst beim letzten Lauf in Zschopau wieder zurück. Noch jemand fehlt. Zwar kein Fahrer, aber die bis dahin treibende Kraft im Husqvarna-Team. Thomas Mäser, einer der begnadetsten Mechaniker, erlitt ebenfalls einen Unfall beim Motorradfahren und ist zurzeit halbseitig gelähmt. Das drückt die Stimmung im gesamten Team. Aber wir wollen jetzt nicht allzu lange hier bei der Startprozedur verweilen. Wenige Minuten Fahrt später wartet nämlich schon das erste Hindernis auf die Fahrer. Wie immer an solchen Stellen sieht es zuerst ganz harmlos aus. Die ersten Fahrer werfen hier zwar mächtige Schlammfontänen, aber sonst ist noch nicht viel los. Der eigentliche Knackpunkt ist der kleine Entwässerungsgraben, wo der direkte Vergleich zeigt, dass es sinnvoll ist, bereits vor dem Hindernis Gas zu geben und nicht erst, wenn man bereits festhängt. Wenngleich viel Gas auch nicht unbedingt das Allheilmittel ist, wenngleich es vielleicht Jan Geißler vor dem unfreiwilligen Vollbad bewahrt hätte. Dummerweise bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt und außerdem gerade zu Beginn eines Wettbewerbs, der noch weitere 6 Stunden gehen soll. Besonderes Augenmerk wollen wir kurz auf diesen Fahrer lenken. Markus Bögeholz ist im Vorjahr Vizepokalsieger geworden und fährt nun sein erstes Jahr in der A-Lizenz. Der Holländer Arjan Klok zeigt, wie man in seiner Heimat solche Gräben nimmt. Einfach im Tiefflug. Da kann man sich auch nicht festfahren. Da die holländische Grenze nur 5 Kilometer entfernt ist, sind die Geländebedingungen durchaus mit Holland vergleichbar. Nico Klaus beweist genau das Gegenteil unserer eben aufgestellten These, dass man mit viel Schwung einfahren muss. In gemäßigter Gangart zeigt der zweifache deutsche Meister, dass er jetzt auch nach seinem Wechsel von KTM zu Husqvarna nichts verlernt hat. Vielleicht ist das der Unterschied zwischen Spreu und Weizen bei den Enduro-Fahrern. Ähnlich souverän an der gleichen Passage Anders Eriksson, der amtierende Meister in der großen Viertaktklasse. Der Schwede ist solchen Verhältnissen durchaus gewachsen, während kurze Zeit später Junior Christoph Seifert ein ernstzunehmendes Problem bekommt. We'll be right back.
Außer diesem Schlammloch gab es keine spektakulären Szenen auf der Strecke, deshalb ein paar Eindrücke von der Sonderprüfung. Auch wenn Husqvarna-Mann David Trinks eigentlich zu den Favoriten in der 125er-Klasse zählt, wurde er mit einem 5. Platz diesmal unter Wert geschlagen. Offensichtlich ist Sand nicht sein Lieblingsuntergrund, oder vielleicht doch, und er legt sich deswegen ab und zu mal ab, um sich den Sand aus der Nähe anzusehen. Teamkollege Markus Hankel kommt da mit dem 4. Platz etwas besser weg. Während Markus Straubel mit der Nummer 2 als Sandspezialist eigentlich besser als Platz 3 sein müsste. Straubel fährt wie einige andere junge Fahrer im neu geschaffenen KTM-Werksteam, das nun unter der Leitung des ehemaligen Vize-Weltmeisters Bert von Zitzewitz steht. Dieser verzichtet nun bewusst auf den Einsatz von Ausländern und will damit die deutschen Fahrer nach vorne bringen. Auf einen sensationellen 2. Tagesrang kommt jetzt der erst 20-jährige Aufsteiger aus der B-Lizenz, Markus Bögeholz, den wir vorhin schon einmal am Graben gesehen haben. Den Tagessieg bei den 125ern holt sich der Pokalsieger vom Vorjahr, Dirk Peter. Offensichtlich kommt es bei den 125ern zu einem Generationswechsel. In der 250er-Klasse übernimmt der Finne Tuukka Saari aus dem Husqvarna-Team mit seinem Tagessieg die Führung in der Meisterschaft. Allerdings fehlt bei den ersten 3 Läufen der Titelverteidiger, der Finne Jani Laaksonen, auf der Gas-Gas. Der hatte sich nur 3 Tage vor dem Saisonstart, quasi beim Abschlusstraining, das Schlüsselbein gebrochen. Top motiviert ist Marco Bartel. Nicht nur, dass er von Husqvarna in das Team Bert von Zitzewitz gewechselt ist, als Soldat bei der Sportkompanie hat er für diese Saison auch die besten Trainingsvoraussetzungen. Der zweifache Meister in der 250er Viertaktklasse, Thelen, erhielt erstmals das Angebot, in einem Team zu starten. Für Luc Huserberg Deutschland pilotiert er einen Prototypen, der zukünftig in einer Kleinserie angeboten werden soll. Für den 1,86 großen Thelen passt die Huserberg schon von den Größenverhältnissen besser als seine alten Hondas. Auch wenn Thelen noch mit recht gemischten Gefühlen an den Start gegangen war, seine Konkurrenz, wie hier Michael Singler auf der in Eigenregie modifizierten Kawasaki, hatte er mehr als gut im Griff. Trotz eines Sturzes in der letzten Prüfung konnte der Huserberg-Fahrer mit über 25 Sekunden Vorsprung gewinnen. Thomas Ramsbacher wechselte von der großen Viertaktklasse auf die neue 400er Suzuki. Damit kehren die Japaner mit einem offiziellen Team wieder in die Enduro-Szene zurück. Eine Bereicherung für die deutsche Meisterschaft, sicherlich aber auch für Suzuki, die mit der DRZ400 wieder eine vollgeländetaugliche Enduro im Programm haben. Nico Klaus feierte seine Rückkehr zum Enduro-Team mit einem Tagessieg und stellte damit eigentlich die Weichen für eine erfolgreiche Titelverteidigung. Arne Domeyer fährt hier zum ersten Mal auf einem Viertakter im Wettbewerb. Der Norddeutsche hatte in der Saison zuvor noch den 2. Platz in der 125er-Meisterschaft belegt und fährt jetzt auch im KTM-Team von Zitzewitz. Jetzt haben wir einen ganz anderen Zitzewitz im Bild. Der jüngere Bruder Dirk fährt nicht nur die neue Suzuki DRZ, er ist auch Teamchef des neuen Suzuki-Teams und belegt den 2. Tagesrang vor all seinen Fahrern im Team. Anders Eriksson ist nicht nur amtierender deutscher Meister, sondern auch Enduro-Weltmeister in der großen Viertaktklasse. Da wundert es nicht, dass der Schwede nicht nur die Tageswertung, sondern auch die Wertung aller Klassen gewinnt. Udo Grellmann, der hier problemlos einen langsameren Fahrer passiert, stürzte später und brach sich das Schlüsselbein, weshalb er gleich für die ersten 3 Läufe ausfiel. Neu in der Enduro-Szene der Ex-Crosser Sascha Eckert. Auch er im KTM-Team als Nachwuchsfahrer eingesetzt und sein 2. Tagesrang in der Klasse und sein 3. Platz im Championat verspricht für die Zukunft noch einiges.
Was ist denn los? Ja, was ist denn los? Ja, was los? Ja. Das musst du mal versorgen. Wie ging das heute bei dir? Ja, ich sag mal, bis zur dritten Sonderprüfung oder bis zur vierten lief alles gut. In der zweiten Runde habe ich leider bin ich 200 gestürzt und hat mir 20 Sekunden gekostet. Aber ich habe noch einen zweiten Platz rausgefahren mit 2 Sekunden Vorsprung. Dankeschön. In wenigen Minuten wird hier in Dahlen zwischen Leipzig und Dresden der Start erfolgen. Doch Fahrtleiter Jürgen Goldhardt hat vorher noch eine betrübliche Mitteilung zu machen. Über Nacht wurden aus dem Parc Fermier 2 Motorräder gestohlen. Das von KTM-Werksfahrer Thomas Brinkmann und die Husqvarna von Gerhard Selch, die beide friedlich nebeneinander am Rande der Umzäunung gestanden hatten. Damit ist jetzt nicht einmal sicher, ob dieser Lauf überhaupt gewertet werden kann. Denn ohne Verschulden des Fahrers ist diesen nun die Möglichkeit genommen worden, an den Start zu gehen. Um es vorwegzunehmen, trotz gegenteiliger Ansicht von allen Fahrerkollegen und Verantwortlichen vor Ort, hatte sich der DMSB als oberste Motorsportbehörde mit der Begründung, das wäre höherer Gewalt, dazu entschlossen, die 250er-Klasse und das Championat trotzdem zu werten. Obwohl KTM-Teamchef Bert von Zitzewitz bis vor das Sportgericht gezogen war. Wollen wir doch über den Vorfall schnell den Vorhang des Vergessens ziehen und uns den sportlichen Belangen widmen. Hier an diesem kleinen Schlammloch warten die Zuschauer schon fleißig auf die ersten sportlichen Vorfälle. Aber die Stelle ist jetzt in der ersten Runde bei den ersten Fahrern noch nicht so tief. Die Schwierigkeiten fahren sich erst später heraus, also fahren wir auch schnell weiter an die nächste Stelle. Hier haben sich jetzt schon die ersten Spurrillen herausgefahren. Dazu geht es über die nassen und rutschigen Baumwurzeln. Das ist an sich nicht besonders spektakulär, aber der größte Teil der Strecke war nun einmal so und das ist insgesamt dann doch recht kräftezehrend. Als kleiner Hinweis, wo dieses Dahlen eigentlich liegt. Hier zwischen Leipzig und Dresden verlief früher die Grenze zwischen dem königlichen Sachsen und Preußen. Diese Bilder zeigen deutlich, was man unter einer Geländefahrt zu verstehen hat, auch wenn das im Neudeutschen jetzt Enduro genannt wird und das Wort Gelände daraus verschwunden ist. Der Titelverteidiger in der 400er-Klasse, Nico Klaus, hat einige technische Probleme. Schon am Start war das Motorrad nicht innerhalb der vorgeschriebenen Minute angesprungen und eine Runde später sollte der Motor seinen Geist völlig aufgeben. Hier jetzt im Bild der Tagesdritte Thomas Ramsbacher, der als Ex-Crosser vor allen Dingen auf der Sonderprüfung mit den Sprunghügeln viel Zeit gut machte. Auf der rutschigen Wiesenprüfung hingegen verlor er einige Sekunden im Vergleich zur Konkurrenz. Ganz im Gegenteil Suzuki-Teamchef und Fahrer Dirk von Zitzewitz. Der 31-Jährige konnte auf der Wiesenprüfung ohne Anlieger seine ganze Erfahrung mit einbringen, verlor letztlich aber in der Crossprüfung, weil er zur Saisonvorbereitung verletzt gewesen war. Andere Stelle, aber gleiche Aufgabe, Geländefahrt.
Ausruhen war irgendwo anders. Hier hat der Regen alle Gräben und Löcher gut gefüllt und für die entsprechenden Schwierigkeiten gesorgt. Da wird so ein kleiner Graben für manchen Fahrer zu einem großen Problem. Allerdings kommt hier Carsten Wolter seinem Teamkollegen Mike Henning zur Hilfe und packt kräftig mit an. Dafür hat er sich dann anschließend auch ein paar neue Handschuhe verdient, denn mit Schlamm an den Fingern ist schlecht Motorradfahren. Aber was ein echter Enduro-Fahrer ist, der ist eben auch auf solche Sachen vorbereitet. Nachdem Andrea Klier ihre Gas-Gas versenkt, wählt Dirk Thelen auch keine bessere Spur. Ein paar Zentimeter weiter drüben wäre wohl besser gewesen, aber hinterher ist jeder klüger. Andrea Klier hilft dem amtierenden deutschen Meister und hofft im Gegenzug natürlich, dass der auch ihr helfen wird. Und die Rechnung geht auf, sodass beide die Fahrt fortsetzen können.
Die schlimmsten Wasserdurchfahrten hatte der Veranstalter schon im Vorfeld herausgenommen. Einige Schlammstücke werden aber erst jetzt zu einem echten Problem. Gerüchten zufolge muss Schlampus, dem germanischen Gott der Enduro-Fahrer, jedes Jahr an dieser Stelle ein Motorrad geopfert werden. Allerdings wehrt sich der Besitzer dieser 400er Husqvarna hartnäckig, obwohl der Gott offensichtlich doch schon bereit war, dieses Opfer anzunehmen. Lassen wir die heidnischen Rituale lieber hinter uns und begeben uns zurück in die Neuzeit. In der Sonderprüfung fielen die eigentlichen Entscheidungen über Sieg oder Niederlage. Auch dort lauert der Gott der Enduro-Fahrer, zürnend, dass ihm sein Opfer gerade entrissen wurde. Aber Marco Bartel kommt gerade noch durch. Auch der spätere Gesamtsieger aller Klassen, der Finne Tuukka Saari, hält sich hier nicht lange auf. Allerdings kann Mike Henning, der vorhin die Hilfe seines Teamkollegens benötigte, diesmal noch gerade so drauf verzichten. Doch solcherlei Untugenden kann ein echter Gott nicht dulden und nimmt sich das nächstbeste Opfer. Dass das dann ausgerechnet Jens Österreich ist, liegt nicht unbedingt im Verschulden des Fahrers, sondern einfach in der Tatsache, dass der Mann im falschen Moment an der falschen Stelle war. Zum Glück sind wenigstens noch vier weitere Helfer zur Stelle, denn sonst wäre die KTM an dieser Stelle bereits ein Opfer an den Enduro-Gott geworden. Thelen wird seinem Meistertitel gerecht, profitiert aber auch davon, dass seine Husaberg ein echtes Wettbewerbsmotorrad ist und über die nötige Bodenfreiheit verfügt. Das muss auch Herbert Wagner erkennen. Mit viel Kampfwillen bringt er seine Yamaha zwar ziemlich weit, aber irgendwann ist an dieser Stelle auch für ihn Schluss.
Jetzt kommen noch die 125er Fahrer. Nachdem sich die Klassen jeden Lauf mit dem Start abwechseln und diesmal die 250er zuerst gestartet sind, sind zuletzt die kleinsten Zweitakter dran. Dirk Schumann wird Tagesvierter hinter dem Tschechen Martin Malat, der aber nicht für die Meisterschaft gewertet wird. Deshalb hat der Sachse in der DM-Wertung noch Rang 3. Nachdem er im ersten Lauf im Sand von Uelsen nicht so gut zurechtkam, bewies David Trinks, dass doch mehr in ihm steckt. Auf der Crossprüfung legte er den Grundstein für seinen knappen Tagessieg, denn hier auf der Wiesenprüfung rückte ihm der Pokalsieger Dirk Peter jede Runde bedenklich nahe. Heute zweiter Platz. Du sagst, es hätte noch besser laufen können. Was hätte es passieren hätte können? Besser laufen können? Ich hatte in der ersten Runde, war ich da als Schnellster bis dahin. Und in der zweiten Runde hatte ich in der ersten Prüfung ein kleines Problem mit dem Fahrwerk und da bin ich leider gestürzt und da habe ich es leider verspielt. Bin in meiner Klasse eben auch dadurch den Zweiten geworden im Championat, durch Sonne. Was war es für ein Gefühl, heute den ganzen Tag zu fahren, ohne zu wissen, ob du überhaupt gewertet wirst? Ja, es ist auf der einen Seite ein bisschen erleichternd, weil es ja nicht mehr so unter Druck stehst, aber trotzdem hat es Spaß gemacht, war Top-Wetter und die Strecke war auch okay. Gut. Also David, sieht so aus, als ob du gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hast du dich auch so gefühlt heute? Nee, also gestern bei der Prüfung laufen, ich habe gedacht, das wird nichts. Obwohl, es war besser als im Sand. Also, war schon, es ging. Nachdem du ja nun in Führung gelegen hast, hattest du ja auf der Strecke nochmal Probleme. Was war da los? Ja, und ich habe das Motorrad versenkt, also halt Wasser bekommen und habe einen Vergaser auseinanderbauen müssen auf einer knappen Etappe. Da habe ich gedacht, dass ich Strafminuten bekomme, aber es ging noch. Wie viele Minuten hat es an der ZK noch? Eineinhalb. Ist er arg geheizt? Ja, ganz schön. Gut, ja, gratuliere dir. Sieht ja jetzt gut aus und viel Glück in 14 Tagen. Danke.
Hope Park. Premiere im hohen Norden. Die deutsche Enduro-Meisterschaft ist zum ersten Mal Gast im Hope Park zwischen Bremen und Bremerhaven. Ein einzigartiger Offroad-Park, der so ziemlich unbegrenztes Geländevergnügen für alle Aktiven bietet. Der Platz, der für den normalen Trainingsbetrieb völlig ausreicht, sprengt an einem solchen Wochenende natürlich alle Grenzen. Hier im Park stehen die Fahrzeuge der Teams dicht gedrängt, was aber der Gemütlichkeit keinen Abbruch tut. Zumindest bis dieser Samovar vielleicht irgendwann einmal explodieren sollte. Der Hope-Park bietet eine komplette Infrastruktur mit Stromanschlüssen für die Teams, dem Bistro-Boxenstopp und nicht erst seit Big Brother mit Toilettenanlagen und Duschcontainern. Wenn Sie diese Bilder sehen, ist auch die große Werkstatthalle fertig eingerichtet und bietet damit auch bei technischen Problemen vor Ort einen kompetenten Ansprechpartner. Aber noch sind wir hier beim dritten Lauf zur deutschen Enduro-Meisterschaft und da sich die Klassen mit der Startreihenfolge abwechseln, sind jetzt die 250er Viertakter zuerst dran. Die erste Spur über die noch jungfräuliche Strecke zieht hier Peter Schreiner, der seine Honda zuerst in Gang bekommt. Offensichtliche Schwierigkeiten hat der zweifache Meister Thelen, der ja von der Honda auf den Husaberg-Prototypen umgestiegen ist. Er muss ziemlich lange treten, doch dann bewahrt er die Ruhe und lässt den Motor noch einen Moment laufen, bevor er tatsächlich anfährt. Direkt nach dem Start geht es auf die Einführungsrunde in die immerhin 6 Kilometer lange Sonderprüfung hier im Gelände des Hope-Parks. Jetzt ist 13, ne? Carsten Wils fährt im gleichen LUK Husaberg-Team wie Thelen, aber in der großen Viertaktklasse. Ihm liegt dieser sandige Untergrund aber nicht besonders und deshalb beendet er diesen Wettbewerb gerade noch auf dem vierten Platz. Wir sind hier zwar in der ersten gezeiteten Sonderprüfung und nicht beim Motocross, doch der Zweikampf zwischen Thelen und seinem Konkurrenten Michael Singler ist wirklich sehenswert. Die eigentliche Entscheidung fiel dann aber in der letzten Prüfung, als bei Thelen die Kette absprang und er mehr als 4 Minuten und das gereichte Werkzeug von einem fremden Betreuer brauchte, um die Fahrt wieder fortzusetzen. Demzufolge kam dann Peter Schreiner zum ersten Mal auf den zweiten Tagesrang, was sich aber im Verlauf der Saison nicht nur wiederholen, sondern sogar noch steigern sollte. Herbert Wagner pilotiert eine selbstmodifizierte Yamaha. Von Haus aus eigentlich kein Wettbewerbsgerät, hat er viel Zeit und Aluteile investiert, um hier nach Dahlen erneut einen dritten Platz zu belegen. Lars Würdemann auf der 400er Suzuki kennt die Gegebenheiten des Hope Park relativ gut. Schließlich wohnt er nur 40 Minuten von dem Park entfernt. Im direkten Vergleich gegen Nico Klaus, der ihm hier auf den Fersen ist, verliert er aber trotzdem in der Sonderprüfung. Im Tagesklassement zieht aber Klaus den Kürzeren. Sein Kühler wird undicht und er muss weit ab von jeder Hilfe seinen Motor abstellen. Nach 2 Ausfällen hat er damit keine Chance mehr, seinen Titel zu verteidigen. Auf dem sandigen Untergrund muss sich Thomas Ramsbacher noch von seinem Teamchef Dirk von Zitzewitz auf den dritten Tagesrang verweisen lassen. Doch in der Endabrechnung sind alle 4 Suzuki-Piloten unter den Top 10. Eine geschlossene Mannschaftsleistung. Pechvogel Arne Domeyer wird durch einen Ausrutscher auf den 7. Platz zurückgeworfen. Aber hier kann man erahnen, wie anspruchsvoll die Sonderprüfung im Park gewesen ist. Schwierig und lang, dazu das nasskalte Wetter, Bedingungen, die den Hope-Park bei vielen Fahrern sicher nicht in allzu guter Erinnerung lassen. Völlig unbeeindruckt von den Bedingungen gab sich Tagessieger Anders Eriksson. Der amtierende Weltmeister der großen Viertaktklasse meinte, dass dies nur gut für die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft wäre. Wolfgang Koch zählt mit seinen 34 Jahren schon zur alten Garde der Enduro-Fahrer. Allerdings hat er diesen Winter die Kfz-Meisterschule besucht und sich erfolgreich um diesen Titel bemüht. Darunter litt natürlich die sportliche Vorbereitung, sodass mit ihm bei der Titelvergabe zurzeit nicht zu rechnen ist. Lars Non bestreitet die Meisterschaft in diesem Jahr erstmalig auf dem großen Viertakter, statt wie all die Jahre auf der 125er. Zum zweiten Mal belegt er so den 4. Platz, was für so einen Umstieg ein überdurchschnittlich gutes Resultat ist.
KTM-Chef Bert von Zitzewitz zeigt hier persönlich seinem Fahrer Christoph Seifert die richtige Spur durch eine der zahlreichen Schlammpassagen. Der Sachse dankt es mit einem dritten Platz hinter seinem Teamkollegen Sascha Eckert. Eckert als Norddeutscher kommt mit den sandigen Verhältnissen einfach besser zurecht. Zumal er sich als Ex-Crosser auch auf diesem Teil der Anlage, nämlich der Cross-Strecke, doch sehr heimisch fühlt. Aber das Spuranzeigen klappt auch bei den anderen Teams. Hier sind die letzten Meter von Husqvarna-Fahrer David Trinks, der an diesem Tag einen hervorragenden zweiten Platz bei den 125ern belegt. Die Überraschung der Saison ist zweifellos Dirk Peter. Der 125er Pokalsieger holt sich hier im Hopepark seinen zweiten Tagessieg und steht mit 9 Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz der Meisterschaftswertung. Er trainiert übrigens viel mit Lars Nonn, den wir vorher bei den großen Viertaktern gesehen haben, und profitiert von dessen Erfahrung. Mit über einer Minute Vorsprung gewinnt der Finne Tuukka Saari die 250er-Klasse. Der Husqvarna-Fahrer wird in der Gesamtwertung nur von seinem Teamkollegen Anders Eriksson geschlagen. Doch er gibt sich gelassen, wie es sich einem Klassensieger auch geziemt, und meint, dass er eben doch zu viel Fehler gemacht habe. Den zweiten Platz bei den 250ern belegt KTM-Pilot Marco Bartel nach seinem teaminternen Duell mit Thomas Brinkmann. Dieser bekommt allerdings Probleme in der Meisterschaftswertung. Nachdem ihm aus dem Parc Fermé in Dahlen das Motorrad gestohlen worden war, will der DMSB den Wettbewerb trotzdem werten lassen. Teamchef Bert von Zitzewitz ist darüber nicht besonders glücklich, denn schließlich war es nicht das Verschulden von Brinkmann, weshalb dieser nicht an den Start gehen konnte. Doch selbst das Vorgehen mit einem Anwalt in dieser gesamten Angelegenheit führt letztlich zu nichts. Und Brinkmann muss mit diesem besonderen Ausfall leben. Ein neuer Enduro-Wettbewerb, dafür sagen wir Danke, noch mit all den Schwächen behaftet, die solch eine Veranstaltung ohne Tradition und ohne die so wichtigen eingespielten Helfer hat. Doch es war ein neuer Wettbewerb. Als Auftakt sicherlich in Ordnung, wenngleich das flache Land natürlich nur wenig Offroad-Schwierigkeiten bieten kann.
Nach langer Sommerpause findet die Enduro-DM ihre Fortsetzung in Sonnefeld, rund 40 Kilometer nordöstlich von Bamberg. Die Stadt macht ihrem Namen alle Ehre, doch trotz sommerlicher Bedingungen sollte doch noch einiges an Schlammpassagen auf die Teilnehmer warten. Als erstes auf der Strecke die großen Viertakter und damit Anders Eriksson. Dem Schweden war nur eine Woche zuvor beim Finale der Weltmeisterschaft der Titel entrissen worden. Und prompt stürzte er in der ersten Sonderprüfung, die vom nächtlichen Tau noch nass und glitschig war. Ein schwacher Trost für ihn, dass es an dieser Stelle auch noch viele andere Fahrer erwischte. Immerhin blieb er schnellster Fahrer der Klasse. In der Gesamtwertung aller Klassen büßte er aber gegenüber Jani Laaksonen 10 Sekunden ein, die er erst im Verlauf des weiteren Tages aufholen sollte. Damit steuert der Husqvarna-Fahrer bereits nicht nur auf einen weiteren DM-Titel, sondern sogar auf den Sieg im Championat hin. Leider ein typisches Bild hier, dass sich die Solisten an den engen Stellen an den Gespannen vorbeikämpfen müssen. Wolfgang Koch kann ein Lied davon singen, denn er lag an diesem Tag bis zur vorletzten Sonderprüfung sogar auf dem zweiten Rang. Dann lief er in der Prüfung auf ein Gespann auf und verlor so viel Zeit, dass er auf den dritten Platz zurückrutschte. Trotzdem war dies das beste Ergebnis in der Saison für den Kfz-Meister, der sich zukünftig mehr um seinen Beruf kümmern wird. Nur kurz dafür schmerzhaft war der Auftritt von Kai Awe. Der Husqvarna-Fahrer stürzte in der Sonderprüfung so schwer, dass sogar der angeblich unzerstörbare Pro-Taper-Lenker abbrach. Und genau an dieser Bruchstelle verletzte sich dann noch Bert von Zitzewitz, der KTM-Teamchef, als er das Motorrad aus der Fahrspur zog, um die nachfolgenden Fahrer nicht zu behindern. Des einen Leid, des anderen Freud. Das Pech des Wolfgang Kochs ist der zweite Tagesrang für Christoph Seifert. Von der 400er-Klasse zu den großen Viertaktern umgestiegen, war Seifert mit in das KTM-Werksteam aufgenommen worden. Nach dem unglücklichen Auftakt im tiefen Sand von Dahlen rechtfertigte er mit 2 dritten Plätzen das in ihn gesetzte Vertrauen und setzt mit dem 2. Rang in Sonnefeld sogar noch einen drauf. Teamkollege Sascha Eckert hingegen ist mit seinem 6. Rang in Sonnefeld nicht sonderlich zufrieden. Aber was soll man von einem Tag erwarten, der schon mit Aufstehen anfängt? Anlässlich der Startzeit von 7 Uhr überlegte der Ex-Crosser schon scherzhaft, ob er nicht vielleicht doch wieder die Sportart wechseln sollte. Zumal auch er zu den zahlreichen Stürzen in der ersten Sonderprüfung gehörte und später noch ein Gespann und 3 andere langsamere Fahrer überholen musste. Nachdem David Trinks die erste Wertungsprüfung ohne Sturz absolvierte und damit die Führung in der 125er-Klasse übernommen hatte, passierte es in der letzten Runde. Nach eigenem Bekunden war er ausgerechnet auf dem trockenen Untergrund aufs Maul gefallen und ärgerte sich darüber recht offensichtlich. Immerhin bleibt er mit dem 2. Platz noch in Schlagdistanz zu den Führenden. Der Führende in der Meisterschaft war und ist Dirk Peter.
Das R&P-KTM-Team von Harald Sturm hat den jungen Fahrer unter seine Fittiche genommen und scheint nun einem Titel entgegenzusteuern. Aber es scheint nur so, denn mit diesen Bildern müssen wir erst einmal Abschied von Peter nehmen. Wenige Tage später zieht er sich beim Training eine Wirbelverletzung zu und fällt für die restliche Saison aus. Noch recht ungestüm und hektisch ist Alexander Leonhard. Er muss sich noch die Hörner abstoßen, denn gerade beim Enduro liegt der Erfolg oft darin, die Ruhe und Übersicht zu behalten. Hier geht der Ausflug ins Grüne noch einmal glimpflich ab, doch was sich tatsächlich unter den Sumpfpflanzen verbirgt, kann man ja vorher nicht ahnen. Wieder dabei ist Jani Laaksonen. Der Titelverteidiger der 250er-Klasse hatte sich ja unmittelbar vor Beginn der Saison verletzt und bestreitet jetzt erst seinen ersten DM-Lauf. Dies aber umso nachdrücklicher, denn ein Tagessieg mit 19 Sekunden Vorsprung vor Tuukka Saari, der seinem finnischen Landsmann hier folgt, zeigt deutlich, dass die Meisterschaft eigentlich nicht an dem Gas-Gas-Fahrer vorbeigehen dürfte. Gar nicht gentlemanlike fährt hier Marco Bartel an der einzigen Dame im DM-Feld vorbei. Es bleibt Marion Langenbach vorbehalten, ihr Motorrad selbst wieder aufzuheben. Aber kleine Sünden straft der liebe Gott sofort, zumindest einige Kilometer später in der Sonderprüfung. Da erwischt es den Sachsen völlig untypisch. Statt zu wenig Grip wie alle anderen Fahrer, bekommt Bartel an der falschen Stelle zu viel und landet nach einem Highsider recht unsanft. Sonst aber zeigt er in den anderen Prüfungen, dass er mit dem DM-führenden Tuukka Saari durchaus mithalten kann. Dass man aber auch trotz eines Sturzes schnell sein kann, beweist Dirk Thelen gleich doppelt. Denn in der ersten Sonderprüfung kommt er gleich zweimal zu Fall. Was aber immer noch für die beste Zeit in seiner Klasse reicht. In der Endabrechnung dann Klassensieg bei den 250ern Viertakt und weiteren Ausbau der DM-Führung vor seinem schärfsten Konkurrenten Michael Singler. Für Peter Schreiner ist dies hier quasi die Heimveranstaltung. Er kommt aus dem nahegelegenen Bamberg. Schreiner setzt, wie viele Fahrer, so auch der nachfolgende Fred Kraus, eine Honda XR 250 ein. Das im Jahr 2000 noch einzige käufliche Wettbewerbsmotorrad in dieser Klasse. Mit wenigen Modifikationen kann man es auf vergleichsweise hohes Niveau bringen. Und schließlich hat Thelen mit der Honda schon zweimal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Ohne Sturz kommt Nico Klaus durch die erste Sonderprüfung und führt damit bis zum letzten Test die 400er-Klasse an. 3 Sekunden Vorsprung sollten eigentlich für einen weiteren Tagessieg des Husqvarna-Fahrers reichen. Aber es gibt einen, der noch viel schneller sein sollte. Dirk von Zitzewitz, Teamchef des Suzuki-Teams, holt ganze 4 Sekunden auf und sich damit den Tagessieg. Das ist nach 2,5 Jahren das erste Mal, dass Zitzewitz ganz oben auf dem Treppchen steht. Ob das wohl die neue Fox-Bekleidung gemacht hat? Klaus versucht hier mit dem Publikum ein Gespräch anzufangen, wird aber gleich von hinten angeschubst. Es geht halt zu wie in der Kassa beim Supermarkt. Diese Spurrillen waren nicht gnadenlos tief, aber doch ausreichend anspruchsvoll für eine Geländefahrt, wie es sein soll. Die Gespanne mussten an dieser Stelle allerdings schon nach der ersten Runde umgeleitet werden, denn für die ging hier gar nichts mehr. Insgesamt eine runde Veranstaltung, die Appetit auf die Fortsetzung der deutschen Meisterschaft in einem Monat macht.
Bad Salzuflen, Ortsteil Wüsten. Für die meisten herrscht noch finstere Nacht. Lassen wir also diese Herrschaften noch weiter schlafen, wenngleich die auch noch hier am Start stehen wollen. Am Start jetzt erst einmal die 125er Fahrer. Doch dort wollen wir uns nicht allzu lange aufhalten. Das Hinweisschild auf die Radarkontrollen hat durchaus seine Berechtigung. In den vergangenen Jahren wurden hier immer wieder Teilnehmer aus der Wertung genommen, die die vorgeschriebenen 30-Stunden-Kilometer-Zonen nicht beachtet hatten. In diesem Jahr hatten es aber alle kapiert und sich dran gehalten. Widmen wir uns aber lieber dem Fahren ohne Limit. Auch wenn der Teilnehmer hier erst einmal für Verwirrung sorgt, weil er scheinbar in die verkehrte Richtung abbiegt. Aber Sven Reichel nimmt lediglich Anlauf, was vielleicht die eleganteste Art ist, diese Auffahrt zu bewältigen. Denn so unscheinbar das auch aus dieser Perspektive aussehen mag, aus der tiefen Rinne geht es rechtwinklig ohne jeden Schwung recht steil aufwärts. Kurz im Bild hier zu sehen auf der grünen Kawasaki Bernd Bräutigam. Diese Kawa ist zwar nicht mehr die jüngste, aber das kann auch Bräutigam von sich behaupten. Immerhin hat er es als Fahrer zu höchsten Auszeichnungen beim ADAC gebracht, nämlich zum goldenen Sportabzeichen mit Brillanten. Warum er immer noch weiterfährt? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum es die meisten hier machen. Einfach, weil es Spaß macht. Nicht am Start der Führende in der DM Dirk Peter, der sich wenige Tage zuvor beim Training eine Rückenverletzung zugezogen hat und nun auch für den Rest der Saison ausfällt. Die gute Nachricht ist, dass es zu keinen Lähmungserscheinungen gekommen ist, dass er wieder gesund werden wird, um im nächsten Jahr dann auch wieder am Start zu sein, auch wenn es im Moment noch gar nicht danach aussieht. Stattdessen nutzt aber David Trinks seine Chance. Auch wenn der Husqvarna-Fahrer, der hier im Bild zu sehen ist, gleich zweimal an diesem Tag zu Boden muss. Nur der dritte Tagesrang, dafür aber Führung in der Meisterschaft. Damit kann der Sachse doch auch schon mal zufrieden sein. Auch Markus Bögeholz war clever genug, hier an dieser Auffahrt erst einmal Anlauf zu nehmen. Und clever genug nicht nur dafür. Ohne den geringsten Leistungsdruck holt sich der letztjährige Vize aus dem Enduro-Pokal unauffällig den Tagessieg vor Sven Reichel. Mit der Nummer 101 scheint Titelverteidiger Jani Laaksonen wieder alles festzumachen. Hier auf den Wiesenstücken scheint der Finne unschlagbar. Doch er verliert in jeder Runde wertvolle Sekunden auf der zweiten Prüfung, dem Spezialtest im Wald. Kaum zu glauben, dass es da noch einen schnelleren Fahrer geben kann. Hier ist er, Tuukka Saari, Landsmann von Laaksonen, holt sich mit nur 4 Sekunden Vorsprung den Tagessieg. Fast nach jeder Prüfung hatte die Führung zwischen den beiden gewechselt.
In der Weltmeisterschaft war Sari noch mit der 125er Husqvarna an den Start gegangen, scheint sich nun aber an die stärkere 250er gewöhnt zu haben. Marco Bartel startet mit einem Handicap im wahrsten Sinne des Wortes. Knochenabsplitterung und Bänderriss am rechten Daumen behindern und schmerzen ziemlich. Dennoch ist er nach seinem dritten Platz guter Dinge. Schließlich kommt er gleich am Montag ins Krankenhaus, wo er operiert wird. Wir wissen zwar nicht, ob der Arzt diese Art der Operationsvorbereitung für gut befindet, aber der dritte Platz unter diesen Umständen ist doch beachtlich. Mike Heidenreich kam nicht nur auf einen vierten Platz in der Klasse, sondern auch noch auf den 11. Platz in der Tageswertung des Championats. Michael Singler gehört eigentlich zu den schärfsten Titelanwärtern bei den 250er Viertaktern. Doch diesmal kommt er nicht so recht in Schwung und steigert sich nur langsam in die Zeiten, die die Spitzengruppe fährt. Deshalb belegt er mit 6 Sekunden Rückstand nur den dritten Platz. Offensichtlich nicht unschlagbar ist Titelverteidiger Dirk Thelen. Hier in dem engen und anspruchsvollen Spezialtest legte er zwar den Grundstein zu einem erneuten Tagessieg, aber auf dem sehr schnellen Stoppelacker wird er teilweise deutlich geschlagen. Geschlagen von diesem Mann, Peter Schreiner mit einem spektakulären blauen Auge, das er sich beim Konditionstraining geholt hatte, als ihn der gegnerische Squash-Schläger traf. Daraufhin war es dermaßen zugeschwollen, dass er bis 3 Tage vor dem Wettbewerb fast nicht sehen konnte. Die Fäden von der Wundnaht waren auch immer noch drin, als er die Honda mit viel Einsatz auf den 2. Rang presst. Und selbst die macht immer seltsamere Geräusche, kommt aber zumindest noch heil bis ins Ziel. Teamkollege von Thelen ist dieser Mann hier, Radek Matoschka. Der profitierte davon, dass sich die Konkurrenz mit den 2. Plätzen abwechselt und er so seinen Vorsprung weiter ausbauen kann. Seit diesem Wochenende gibt es übrigens neue Teambekleidung im Husaberg-Team. Markus Schachtschneider, selbst ehemaliger Enduro-Fahrer und jetzt Importeur von Sokal, rüstet die Fahrer für die deutsche Meisterschaft aus. Mit aufsteigender Tendenz wird Thomas Ramsbacher heute 7. in der klassenübergreifenden Championatswertung und 3. in der 400er-Klasse. Für die deutsche Meisterschaft ist das aber ein 2. Rang, denn der Zweitplatzierte zählt nicht dazu. Der Zweitplatzierte ist Bohumil Posledný. Der Tscheche gehört zu den erfahrenen Offroad-Piloten, wie er hier an der Auffahrt erneut beweist. Außerdem war er nun auch schon deutscher Meister. Doch in dieser Saison fährt er nicht mit deutscher Lizenz, kann so keine Punkte für die einzelnen Klassen erzielen. Lediglich für das internationale Enduro-Championat wird er gewertet. Doch er fährt die paar Wettbewerbe in Deutschland sicher nicht, um dort noch einmal Meister zu werden, sondern sowohl als gutes Training für die eigene Meisterschaft und außerdem bildet er eine Fahrgemeinschaft mit einem der anderen tschechischen Fahrer. In der großen Viertaktklasse setzt Anders Eriksson hier erstmals ein Vorserienmodell der 2001er Husqvarna ein. In der Weltmeisterschaft war er bereits mit einem solchen Prototypen unterwegs gewesen. Hier untermauert der Schwede seine Leistungsfähigkeit mit 12 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Tuukka Saari, der die 250er Husqvarna fährt. Doch auch Eriksson ist zu schlagen. Ein anderer Viertaktfahrer hat das in der allerletzten Prüfung geschafft. Sascha Eckert konnte in genau dieser Prüfung, allerdings erst im letzten Durchgang, die Zeit des Schwedens um über 1 Sekunde unterbieten. Das zeigt das Potenzial, das in dem noch jungen Fahrer steckt.
Dachsbach. Es ist 7 Uhr am Morgen und damit fällt im fränkischen Dachsbach nordöstlich von Nürnberg bereits der Startschuss für die Fahrer. Kein erfreulicher Zustand, doch nach Sonnefeld sind die Fahrer das frühe Aufstehen fast schon gewohnt. Aber anders als in Sonnefeld herrscht hier immer noch feiner Nieselregen und damit scheint der Tag eher ungemütlich zu werden. Also wollen wir uns nicht lange aufhalten, hier steuern die ersten Fahrer gerade eine Durchfahrtskontrolle an. Und so eine DK hat schon seinen Grund, nämlich, dass hier unbedingt alle Fahrer vorbeikommen sollen. Zwar ist es kein Problem, über die Wiese heranzufahren, aber dafür verschwindet die Strecke dahinter im Wald. Also sind wir die paar Schritte hinterhergegangen und finden eine kleine Auffahrt, die hier Dirk Hartwig ohne nennenswerte Probleme schafft. Die Schwierigkeit liegt aber nicht nur an der Auffahrt, sondern unmittelbar davor. Eine kleine Pfütze, die sich aber hinterhältigerweise als ein richtiges Schlammloch entpuppt, wie kurz danach Carsten Wolter feststellen muss. Stefan Kraneis versucht es mit viel Schwung, was in diesem Fall allerdings nur zur Folge hat, dass er sich umso tiefer reinfährt und noch mehr Arbeit hat, um wieder freizukommen. Solange er da feststeckt, können die nachfolgenden Fahrer allerdings so die Schwierigkeiten leichter umfahren. Nach einiger Zeit wird dann auch die kleine Auffahrt hinter dem Schlammloch immer schwieriger. Die Motorräder haben da nicht nur eine Spur hineingezogen, sondern auch noch schön den Schlamm aus dem Loch zuvor mitgenommen. So muss hier nicht nur Jörg Szilard aus dem Sattel und mal schieben. Glück hat hier Georg Krötzinger, der dank der unfreiwilligen Hilfe der anderen Teilnehmer das Hindernis rechtzeitig umfahren kann und deshalb mit genug Schwung die Auffahrt erklimmt. René Luft paddelt zwar ein bisschen, schaffte den Anstieg aber auch vergleichsweise problemlos, was ihm letztlich doch den 14. Platz mit 2 DM-Punkten einbringt. Ebenfalls den 14. Platz belegt Steffen Musch, dessen Vater Rolf in der Szene ungleich bekannter ist. Der betreibt seit vielen Jahren neben seinem KTM-Geschäft in Ketsch nämlich noch einen Renndienst mit allen Ersatz- und Verschleißteilen auf allen Veranstaltungen. So was macht man keine Witze. Hatten wir eben eine kurze Auffahrt, gehen wir jetzt gleich an die nächste Stelle. Da geht es mindestens genauso steil, aber ungleich länger in die Höhe. Andreas Hagemann scheitert nicht nur hier, sondern erreicht das Ziel überhaupt nicht in Wertung. Zum Glück findet sich natürlich an solch spektakulären Stellen auch immer wieder fachkundiges Publikum in der notwendigen Ausrüstung. Auch der nächste Fahrer hat ernsthafte Probleme, aber das ist durchaus so gewollt. Dachsbach genießt seit einigen Jahren im Kreise der Enduro-Fahrer wieder höchstes Ansehen. Es ist ihnen wieder gelungen, eine Streckenführung auf die Beine zu stellen, die den Namen Geländefahrt verdient. So gut wie nie über Straßen, ein wenig über Feldwege, aber immer wieder durch den Wald. Und zwar so, dass das Endurofahren Spaß macht und bisweilen auch eine echte Herausforderung für wenig ambitionierte Fahrer ist. Dank neuem Vorstand und neuem Streckenchef hat man sich mit den Behörden zusammengerauft und gleich für mehrere Jahre eine Genehmigung bekommen.
Allerdings steht zur Diskussion, ob man nicht vielleicht in Zukunft nur alle 2 Jahre veranstaltet, damit sich die befahrenen Strecken etwas mehr erholen können. Wir denken, lieber alle 2 Jahre solch eine richtige Geländefahrt, als jedes Jahr mit immer schlechterer Streckenführung und bedanken uns hier stellvertretend bei all jenen, die bei allen Enduro-Veranstaltungen hinter den Kulissen, nicht nur hier in Dachsbach, zum Gelingen beitragen. Da können wir auch nachsehen, dass an diesem Tag nur 3 der ursprünglich 4 angesetzten Runden gefahren wurden, weil die Flurschäden doch überhand nahmen. In den Schlammpassagen hatten sich die Teilnehmer teilweise bis zur Sitzbank eingegraben und in den Auffahrten in den Wäldern tiefe Spuren bis auf die Wurzeln gegraben, um überhaupt vom Fleck zu kommen. Diese Sonderprüfung war mehr als nur ein reiner Wiesenkurs, auch wenn es von hier aus so scheint, wenngleich in den Fahrspuren nicht mehr viel von Wiese zu sehen ist. Janni Laaksonen holt sich an diesem Tag die absolut schnellste Zeit aller Klassen und kämpft sich mit diesem 6. Lauf nach den 3 Ausfällen des Frühjahrs bereits auf den 5. DM-Rang. Deutlich in Führung der 250er-Meisterschaft hingegen Tuukka Saari, der systematisch auf seinen ersten DM-Titel hinsteuert. Die beste Vorstellung des Tages liefert wohl Marco Bartel. Der KTM-Fahrer war nur 2,5 Wochen vorher am Daumen operiert worden und fährt auch mit Schmerzen und einem Draht in der Hand die beste Zeit aller Deutschen im klassenübergreifenden Championat. Dass dabei auch der Handschuh etwas blutig wurde, nahm der Sachse in Kauf. Was die Schmerzen anging, da wollen wir lieber nicht mit ihm tauschen. Auf den 12. Tagesrang bei den 250ern kam Jens Österreich. Stefan Kraneis belegt am heutigen Tag einen 3. Rang. Glück für ihn, Pech für den Führenden in der Meisterschaft. Dirk Thelen bekommt wie Teamkollege Matoschka Probleme mit dem Kipphebel. Bei heftigem Öl- und Leistungsverlust kommt der zweifache deutsche Meister bei den 250er Viertaktern nicht mal mehr die einfachsten Auffahrten hoch und muss vorzeitig aufgeben. Dadurch liegt er mit 5 Punkten Rückstand nur noch auf dem 3. Rang. Wie wir schon versprochen haben, diese Sonderprüfung bot mehr als nur ein Slalom auf der Wiese. Teilweise über Waldwege, wie auch schon gesehen, teilweise auch hier in dem ehemaligen Steinbruch durch die Abraumhalden. Einen belastet das alles nicht so sehr. Der Titelverteidiger der 400er-Klasse Nico Klaus zeigt sich wieder von seiner stärksten Seite. Tagessieg mit deutlichem Vorsprung, wenngleich er in der vorletzten Prüfung bei seinem Sturz noch wertvolle Sekunden verlor und damit auch noch den 6. Platz im Enduro-Championat holte. Vergeblich müht sich hier Radek Matoschka. Am Abend wird er aufgrund eines höchst zweifelhaften Protestes aus der Wertung genommen. Unmittelbar vor der technischen Abnahme war ihm ein Kipphebel im Motor gebrochen. Für das benötigte Ersatzteil wurde sogar das Motorrad eines B-Lizenzfahrers geopfert. Doch die Konkurrenz stellt fest, dass die technische Abnahme am nächsten Morgen nicht wie vorgeschrieben mindestens eine Stunde vor dem Start erfolgt, sondern nur wenige Minuten vorher. So muss den Buchstaben des Gesetzes Folge geleistet werden, obwohl der Fehler weder bei Matoschka noch beim LUK Husaberg-Team, sondern beim Veranstalter liegt. Thomas Ramsbacher kommt trotzdem nur auf den 3. Tagesrang, weil er seine Stempelkarte verloren hat und deswegen 10 Strafpunkte kassiert.
aber es reicht für ihn, um damit die Führung in der Meisterschaft zu übernehmen. Zumal der Suzuki-Teamchef ausfällt, als unter einer dicken Schlammpackung der Kupplungsausrückhebel nicht mehr völlig ausrückt und deshalb die Kupplung verglüht. Das verspricht noch viel Spannung, denn die ersten vier Fahrer dieser Klasse liegen vier Läufe vor Schluss, gerade einmal 10 Punkte auseinander. In der großen Viertaktklasse ist es ausschließlich Anders Eriksson, der hier den Ton angibt. Wer sonst? Auch wenn es ihn ein wenig wurmt, dass er diesmal nicht Tagesschnellster aller Klassen geworden ist. Aber dieser Erfolg bleibt ja im Husqvarna-Team. Hinter Eriksson dann das gewohnte Bild. Zuerst kommt Sascha Eckert auf dem zweiten Rang und dann erst mit weitem Abstand Christoph Seifert. Beim Lauf in Sonnefeld war er noch wegen seiner Knieverletzung erneut ausgefallen. Doch jetzt hämmert er wieder mit Vollgas durch den Wald. Trotzdem reicht es hier nur zum Platz 3 bei den 125ern für Marco Straubel. In die Favoritenrolle gedrängt, begeht David Trinks einfach noch zu viele Flüchtigkeitsfehler und ist oft nur um Haaresbreite von einem kapitalen Sturz entfernt. Zum immer stärker werdenden Konkurrenten in der 125er-Klasse zählt Markus Bögeholz. Von allen unbeachtet holt sich der bescheidene 20-Jährige wieder einen Tagessieg. Waldkappel. Lange Zeit war es still geworden um den MSC Waldkappel, der östlich von Kappel in den 80er Jahren seine letzte Geländefahrt veranstaltet hatte. Dann, anlässlich seines Vereinsjubiläums vor 5 Jahren, hatte man sich noch einmal aufgerafft und so viel positive Zustimmung erfahren, dass nun die nächste Auflage möglich war. Um es vorwegzunehmen, auch dieses Mal ringsum positive Zustimmung, vor allen Dingen von den Aktiven. Nicht nur das Fahrerlager am Sportzentrum mit festen Duschen und WCs, sondern auch die Möglichkeit, die Sonderprüfung mit einem Shuttlebus zu erreichen und natürlich die Streckenführung. Wie schon in Dachsbach, echte Auffahrten, Geländepassagen durch den Wald, dazu auch noch das schönste Septemberwetter. Motiviert von so viel Erfolg und Zuspruch wird man in Nordhessen nicht noch einmal 5 Jahre warten, bis man das nächste Enduro veranstaltet, wofür wir uns jetzt schon einmal bedanken wollen. Hier befinden wir uns bereits mitten im Gelände an einer dieser Auffahrten. Wir sind nicht alleine, zahlreiche Zuschauer haben sich mit uns eingefunden und sie bekommen auch etwas geboten. Ziemlich lang und ziemlich steil geht es hier aufwärts, zum Glück ist es aber trocken und der Boden griffig, sonst hätten wir auch zu Fuß unsere Probleme gehabt. Nico Klaus hat gleich zweimal Pech. Zum ersten Mal beim Start, als er letztlich doch noch 10 Strafpunkte kassierte,
Das zweite Mal, als er sich gleich in der ersten Sonderprüfung seinen Fuß dermaßen anhaute, dass er nicht nur dort 30 Sekunden verlor, sondern auch, dass er an diesem Tag nur noch den 12. Platz belegen konnte. Peter Schreiner kam mit seiner 250er Honda ziemlich gut zurecht. Immerhin über eine halbe Minute Vorsprung vor seinen Widersachern Kraneis und Herbert Wagner, der Fünfter wurde. Aber leider noch 10 Sekunden hinter dem packenden Kampf um den Tagessieg zwischen Thelen und Michael Singler, den wir zum Einstieg im Bild hatten. Olaf Redeker versucht hier, unseren Kameramann über den Haufen zu fahren, doch der kennt sich mit Enduro-Fahrern schon gut genug aus und kann ihm ausweichen. Nicht so viel Erfahrung hat Tobias Auerswald, der sich von Redeker völlig aus dem Konzept bringen lässt. Zum Glück ist aber nicht viel passiert, hier oben ist schon viel von dem Schwung weg. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, die wir da eben aufgestellt haben. Beim Ausnahmefahrer Anders Eriksson ist es wahrscheinlich egal, ob es bergauf oder bergab geht. Der kann in jeder Situation das nötige Tempo fahren. Carsten Wils ist der Lokalmatador. Er kommt nämlich direkt aus Waldkappel, Ortsteil Bischhausen, wohnt nur unweit des Startplatzes entfernt. Kein Wunder, dass er überall, ob draußen auf der Strecke oder aber in der Sonderprüfung, lautstark angefeuert wird. Genutzt hat es allerdings nur wenig. Es bleibt der 4. Tagesrang und die Gewissheit, auf diesem Terrain unter Wert geschlagen worden zu sein. Wieder am Start ist Sven Kiedrowski. Auf den Start in Dachsbach hatte er verzichten müssen, konnte sich kaum bewegen. 5 Wirbel ausgerenkt, diagnostizierten die Ärzte. David Trinks scheint dem Druck als Meisterschaftsfahrer nicht so gewachsen. Er macht erneut zu viele Flüchtigkeitsfehler, was ihn wieder nur auf den 2. Platz bringt. Sein Punktevorsprung schmilzt gewaltig und ist mittlerweile nur noch 3 Zähler groß. Markus Straubel hingegen versucht sich gleich in der ersten Sonderprüfung höchst erfolgreich als Motorradweitwerfer. Hans-Georg Bernhard zieht hier recht flott an Dirk Schumann vorbei. Der schiebt sein Motorrad den Berg hoch. Für uns erst völlig unverständlich, aber beim Näherkommen erkennen wir den Grund. Plattfuß am Hinterrad und die Felge rutscht im Reifen durch. Dadurch fehlt nicht nur der Vortrieb, sondern auch der Seitenhalt, als der Reifen sogar noch von der Felge springt. Unsere Hochachtung an dieser Stelle, dass Schumann nicht einfach aufgibt, sondern tapfer weiter bis zur nächsten Zeitkontrolle kämpft. Dort zieht er einen neuen Schlauch ein und kann den Wettbewerb noch fortsetzen. Dank seines körperlichen Einsatzes kassiert der Husqvarna-Fahrer zwar keine Zeitstrafpunkte, ist aber in der Sonderprüfung gleich hinter der Zeitkontrolle noch so erschöpft, dass es insgesamt nur noch für den 8. Tagesrang reicht. Unauffällig holt sich Markus Bögeholz erneut den Tagessieg bei den 125ern. Mensch, Junge! Hau dich nimmer, du! Zum Abschluss noch eine kleine Lehrstunde zum Thema: Was muss ich machen, wenn ich ins Fernsehen will? Wenn man nicht um den Tagessieg mitfährt, ist dies hier eine der vielversprechendsten Möglichkeiten. Marion Langenbach, erneut die einzige Dame im Starterfeld, ist an dieser Stelle einfach zu langsam. Und so kommt auch sie letztlich zu Fall. Kurz noch ein paar Bilder von den Seitenwagen, wie hier das Team Müller-Holtmann, die allerdings erneut nicht ins Ziel kamen und damit ihre Titelverteidigung endgültig in den Wind schreiben können.
Die Sonderprüfung, in der die Entscheidungen fallen, liegt in einem Tal, wunderschön geschwungen, abwechslungsreich zwischen griffig in der Sonne und sauglatt in den Schattenbereichen. Nicht unbedingt eine einfache Aufgabe für die Fahrer. Dirk Thelen, der nach seinem Ausfall vergangener Woche sein Ersatzmotorrad einsetzt, bekommt zudem erneut Leistungsprobleme und rettet einen hauchdünnen Vorsprung von gerade einmal 0,4 Sekunden vor seinem Konkurrenten Michael Singler ins Ziel. Trotzdem bleibt Thelen erst einmal weiter auf dem zweiten Rang in der Meisterschaft, nur noch 3 Punkte zurück. Ebenfalls Tagessieg, aber nicht mehr nur Zweiter in der Meisterschaft, Thelens Teamkollege Radek Matoschka holte sich bereits die Führung in der 400er DM zurück. Unterstützung fand er dabei nicht nur von KTM-Fahrer Anne Domeyer auf dem zweiten Rang, sondern auch von Thomas Ramsbachers eigenem Teamkollegen Dirk von Zitzewitz. Der fuhr in der letzten Sonderprüfung noch vor den Allgäuer, der damit nur noch Vierter wurde. Zu viele Punkte auf Matoschka verlor und damit seine kurze DM-Führung wieder abgeben musste. Warum Anders Eriksson jeden Lauf gewinnt und sich auch noch in den meisten Fällen das Championat unter den Nagel reißt? Die Antwort zeigen diese Bilder hier. Der Husqvarna-Fahrer macht einfach keine Fehler und fährt jede Kurve optimal. Was so einfach gesagt ist, ist für die Mehrzahl seiner Konkurrenten aber ungleich schwerer gemacht. Dafür geht der Kampf um Platz 2 in der großen Viertaktklasse aber umso knapper aus. Nur 15 Hundertstel Sekunden trennen in der Endabrechnung KTM-Fahrer Christoph Seifert von einem zweiten Platz. Den holt sich so erneut sein Teamkollege Sascha Eckert, der als Ex-Crosser vergeblich nach Anliegern und Sprunghügeln Ausschau hält. Eine Sensation gelingt hier Marco Bartel. Nur knapp 2 Wochen nach seiner Operation holt er sich nicht nur den Tagessieg in der 250er-Klasse, sondern sogar gleich den 2. Platz im Championat, wobei er Eriksson in der 2. Prüfung sogar über 1 Sekunde abgenommen hatte. 250er-Konkurrent Tuukka Saari sieht es gelassen. Zwar hat er 2-mal das Motorrad ausgebremst, aber mit immer noch 13 Punkten Vorsprung kann er ein wenig auf Sicherheit fahren. Burg Wörmlitz. Lassen Sie sich nicht verwirren, auch wenn wir hier das Ortsschild von Wörmlitz zeigen. Es ist doch der DM-Lauf in Burg. Man hat den Namen des großen Ortes gewählt, weil der leichter auf der Landkarte zu finden ist als das recht kleine Wörmlitz, wo aber auf dem Sportgelände Start und Ziel ist. Und genau dieser Start gestaltet sich für Nico Klaus diesmal etwas schwierig. Er braucht über 1/2 Minute, bis sein Motorrad anspringt. Klaus bekommt wenig später in der Sonderprüfung Probleme mit seinem in Waldkappel angeschlagenen Fuß, rettet sich am 2. Tag noch auf den 7. Platz, muss dann aber aufgeben, weil er den Fuß überhaupt nicht mehr belasten kann. Da ja leider aufgrund einer ADAC-Vereinbarung nicht mehr auf Truppenübungsplätzen veranstaltet werden darf, läuft die Strecke ringsherum. Allerdings muss man anerkennend sagen, dass dies in hervorragendster Weise gelungen ist. Natürlich findet man in der Magdeburger Börde keine steilen Auf- und Abfahrten, aber die Strecke hier führt doch zu 99% über unbefestigte Wege, Trampelpfade und Schlimmeres. Ebenso, wie man es sich als Offroad-Fahrer wünscht. Dazu kommt, dass es die einzige 2-Tage-Fahrt im Rahmen der deutschen Meisterschaft ist, es also eine Wertung für den 1. Fahrtag und eine für den 2. Fahrtag gibt. Thank you.
Der Wettbewerb in Burg war bisher immer bekannt für seine Sonderprüfung in der Sandgrube. Entsprechend haben sich die Fahrer da auch vorbereitet, viel im Sand trainiert und dann dieses hier. Weil der Besitzer der Grube gewechselt hat, muss man auf das Gelände einer Abraumdeponie ausweichen und die ist alles andere als sandig. Eine ziemliche Überraschung für die Teilnehmer, deren Stimmung auch durch den unangenehmen Dauerregen nicht gehoben wird. Eine Überraschung sicher auch für Dirk von Zitzewitz, der hier gleich zweimal den dritten Platz belegt und damit punktgleich mit seinem Teamkollegen Thomas Ramsbacher bleibt. Der verbessert sich nämlich vom vierten Platz am ersten Tag auf den zweiten Rang am zweiten. Arne Domeyer hat nach dem zweiten Platz am ersten Tag berechtigte Chancen, diesen Erfolg noch zu wiederholen. Doch entgegen den Anweisungen von Teamchef Bert von Zitzewitz, der am Streckenrand die richtige Spur zeigen will, fährt er sich fest und benötigt viel zu lange, um wieder freizukommen. Damit bleibt ihm nur der neunte Tagesrang. Radek Matoschka gewinnt in der 400er-Klasse jede einzelne Prüfung, holt sich fast schon erwartungsgemäß die beiden Tagessiege. Damit baut er seinen Vorsprung weiter aus. Mit insgesamt schon 11 Punkten Vorsprung vor dem letzten Lauf könnte der Slowake schon recht sicher sein. Aber wie schnell man technische oder auch andere Probleme bekommt, hat er ja schon am eigenen Leib erfahren müssen. Bis auf eine einzige Sonderprüfung an diesen beiden Tagen wird Anders Eriksson Gesamtschnellster aller Klassen. Und das eine Mal musste er sich gerade einmal 0,3 Sekunden geschlagen geben. Das war in der ersten Runde, als Larkssonne wahrscheinlich davon profitierte, dass ihm als späterem Starter schon mehr Spuren und Anlieger zur Verfügung standen. Eriksson holte sich in der großen Viertaktklasse jedenfalls schon einmal vorzeitig den Titel mit einer makellosen Bilanz, alle 9 Läufe bis zu diesem Zeitpunkt ungeschlagen. Doch das ist dem Schweden noch nicht genug. Er kämpft um den Gesamtsieg, um das deutsche Enduro-Championat, will Meister aller Klassen werden. Mit einem dritten Platz am ersten Fahrtag holt sich Udo Grellmann sein bestes Saisonergebnis. Doch mit dem Ausgang der Meisterschaft hat der Sachse nichts mehr zu tun. Zu lange war er zu Saisonbeginn verletzt. Mit Platz 4 und 6 bleibt Lars Nonn in der von ihm selbst gesteckten Norm. Im letzten Jahr noch auf der 125er, kommt er in diesem Jahr auf dem großen Viertakter eigentlich ganz gut zurecht. Eigentlich, doch sicherlich steckt in dem KTM-Fahrer noch mehr drin, vor allem, wenn das Gelände richtig schwer wird. Besonderes Pech hat hingegen Carsten Wils, der noch nicht ahnt, dass ihm das Schicksal bereits auf den Fersen ist. Ein Zahn der Kickstarterwelle bricht und verkeilte weitere Teile im Kupplungsbereich, weshalb er die Sonderprüfung nicht mehr beenden kann und am ersten Tag genau hier vor den Augen unseres Kameramanns aufgab. Dadurch rutschte er in der Gesamtwertung auf den 5. Meisterschaftsrang zurück. Ebenfalls nicht in der Wertung an diesem ersten Fahrtag, Christoph Seifert. Im Überschwang der Gefühle rauscht er gleich zweimal an einer Durchfahrtskontrolle vorbei. Beim ersten Mal kann man das vielleicht noch entschuldigen, doch in der zweiten Runde passiert es ihm dann auch noch an einer Kontrolle, bei der er in der ersten Runde noch angehalten hatte. Zu seiner Ehrenrettung muss gesagt werden, dass es wohl doch nicht so ganz einfach ist, denn von den rund 400 Teilnehmern haben doch 5 bis 6 Fahrer die Durchfahrtskontrolle einfach übersehen. Am zweiten Tag rettet er sich mit einem dritten Platz ins Ziel, obwohl er die Sonderprüfung ohne Fußraste fahren musste.
Im gleichen Gewand, weil er im gleichen Team fährt, Sascha Eckert, der mit zwei zweiten Plätzen sich jetzt schon seinen zweiten DM-Rang sichert. Eine hervorragende Leistung für den Seiteneinsteiger in seinem ersten Enduro-Jahr. Eckert hat sich aber über das Jahr hinweg sehr bemüht, möglichst viel dazuzulernen, und das hat sich ausgezahlt. Hier im Wald wollen wir noch einen kurzen Blick auf den Nachwuchs werfen. Die Fahrer, die wir eines Tages in der deutschen Enduro-Meisterschaft sehen werden. Eins davon ist sicherlich Sven Enderlein. Der Sachse gewinnt im deutschen Enduro-Pokal auf der KTM alle Läufe in der 250er-Klasse und steigt damit für das Jahr 2001 in die DM auf. Doch zurück zur Prüfung, wo die Entscheidungen fallen. In der 125er-Klasse beweist Markus Straubel mit einem Doppelsieg, wozu er vielleicht fähig gewesen wäre, wenn er sich zu Saisonbeginn nicht verletzt hätte. Doch hätte oder könnte zählt leider nicht, zusammengezählt wird trotzdem. Nicht überragend, aber doch kontinuierlich fährt sich Markus Hankel auf einen dritten und vierten Tagesrang. Seinen dritten Platz in der Tageswertung verliert er am zweiten Tag an Sven Reichel. Der KTM-Fahrer war nach Problemen in der letzten Sonderprüfung am ersten Tag nur noch Neunter geworden. Am zweiten Tag klappte es dann umso besser. Ebenfalls schon vorzeitig Meister wurde Markus Bögeholz. Der Zweite aus dem Enduro-Pokal holte sich als Aufsteiger in die deutsche Meisterschaft auf Anhieb den Titel. Allerdings hat es ihm die Konkurrenz diesmal auch leicht gemacht. Gleich zweimal fällt David Trinks hier mit technischen Problemen an der Husqvarna aus und hat so mit der Titelvergabe nichts mehr mitzureden. Der Dreikampf an der Spitze der 250er-Fahrer ging diesmal nicht an Tuukka Saari auf der Husqvarna. Der baute mit zwei zweiten Plätzen seinen Vorsprung weiter aus und benötigt nun beim letzten Lauf nur noch einen 12. Platz, um sich den Titel zu holen. Jani Laaksonen war der absolut schnellste Fahrer bei den 250ern, konnte in der allerersten Prüfung ja sogar Eriksson bezwingen. Mit seinen beiden Tagessiegen katapultiert sich der Finne immerhin auf den dritten Meisterschaftsrang, obwohl ihm drei Wettbewerbe zu Saisonbeginn fehlen. Grundsätzlich kann Marco Bartel das Tempo der beiden Finnen mitgehen. Aber hier in Burg fehlt ihm das letzte bisschen Glück, um erneut dazwischen zu fahren. Dabei kämpfte er bis aufs Blut, das an diesem Abend wieder aus dem Handschuh tropfte. An dieser Stelle unsere Anerkennung für so viel Einsatz und Durchhaltevermögen.
Nicht nur zwei Tagessiege waren nötig, dass Titelverteidiger Dirk Thelen erneut die Führung in der 250er-Klasse übernehmen konnte. Eine verbogene Kettenführung wirft seinen Konkurrenten Michael Singler am zweiten Tag auf den sechsten Rang zurück. Damit rutscht der in der Tabelle sogar noch hinter Peter Schreiber, der beide Tage einen zweiten Platz belegt. Trotzdem trennen die Konkurrenten nur noch wenige Punkte vor dem letzten Lauf, der überaus spannend zu werden verspricht, weil theoretisch kann noch jeder von denen Meister werden. Gespanne. Das größte Rätsel unter den Motorradpiloten sind ja die Jungs mit den Einkaufswagen auf rechte Seite. Warum, fragt man sich, rasen die mit dem einrädrigen Geschwür durch die Gegend? Kann man sich ja gleich ein Auto kaufen. Die einen von denen haben einfach Muffe, an der Ampel umzukippen und die Kiste nicht wieder hochzukriegen. Deshalb das Stützrad mit der Alibi-Wanne rechts. Die anderen fahren am liebsten mit Sandalen durch Manövergelände und wollen beim Anhalten die Mauken auf den Fußrasten behalten. Und dann gibt's noch die Daddys, die so eine dicke Alte haben, wenn die hinten auf dem Hobel sitzt, verliert das Vorderrad den Bodenkontakt. Zack, kommt der Brocken in den Anschraubsarg. Irgendwie haben die Gespannfritzen das ja geschafft, ihre Stützradfeilen das harte Männer-Image zu verpassen. Da hat die Wehrmacht seinerzeit 1A-Promotion-Arbeit geleistet. Damit das Image so bleibt und nicht rauskommt, dass sie in Wahrheit einen ganzen Beiwagen voll mit Kühltaschen und Grillanzündern haben, treffen sie sich immer bei minus 20 Grad am Nürburgring und hoffen, dass mindestens ein Bein abfriert. Ganz so wie hier beschrieben ist es sicher nicht mit den Seitenwagen. Immerhin holt sich Uwe Fleck mit Beifahrer Markus Mader am ersten Tag bereits vorzeitig den Titel, sodass das Team am zweiten Tag gar nicht mehr antreten muss. Zum Abschluss noch ein paar Bilder unserer frisch gebackenen deutschen Meister. Markus Bögeholz zeigt hier mit der 125er KTM, wie er die langen, sandigen Pisten beherrscht. Die Strecke ist ausgefahren und die Wellen werden jedes Jahr tiefer. Rund 400 Kilometer haben die Fahrer an den beiden Tagen so zurückgelegt. Zielankunft von Anders Eriksson, den sein Team natürlich recht herzlich feiert. Aber der Finne hält nicht viel von der Sektspritzerei. Trinken sei besser, meint der Schwede und gönnt sich selbst einen herzhaften Schluck. Chopper. Kommen wir nun noch zum Finale, zum abschließenden Höhepunkt einer ereignisreichen Enduro-Saison. Der Start erfolgt direkt auf dem Gelände der traditionsbeladenen Motorradschmiede MZ. Es ist nicht mehr das Original-Werksgelände und es ist auch nicht mehr genau diese Firma, die die legendären Geländemaschinen gebaut hat. Aber so viel Traditionsbewusstsein hat man sich in Sachsen doch erhalten, dass man den Offroadern ein Zuhause gibt. Auch wenn heute die Motorräder aus Zschopau nicht für den harten Geländeeinsatz, sondern für den Alltagsbetrieb auf der Straße gebaut werden.
Doch in Zschopau werden noch ganz andere Traditionen gepflegt. Eine davon ist die einer echten Geländefahrt mit all den Hindernissen, die eine solche eben mit sich bringt. Zschopau verlangt von den Fahrern etwas mehr ab, als die sich unter normalen Umständen zutrauen würden. Manchmal auch mehr, als die Fahrer selbst zu leisten vermögen. Davon zeugt die hohe Zahl von Ausfällen. Bei den B-Lizenzlern immerhin der stattliche Anteil von 80%. Selbst bei den Teilnehmern um die deutsche Meisterschaft bleibt am Ende ein Drittel auf der Strecke. Nicht auf der Strecke bleibt Christoph Seifert. Aber ausgerechnet in seiner Heimat hatte der KTM-Fahrer einen bösen Ausrutscher in der Sonderprüfung und glaubte schon seinen dritten DM-Rang verloren. Doch die Prüfungen waren offensichtlich nicht so ohne. Denn auch andere Fahrer hatten da ihre Probleme und Seifert kam noch auf den vierten Tagesrang, womit sein dritter DM-Platz gesichert war. Weniger erfolgreich in dieser Saison Ralf Dennenmoser, der sich hier sichtlich durch die Spurrillen kämpft. Der siebte Tagesrang brachte ihn immerhin noch auf Platz 10 in der Meisterschaft. Die Startnummer 1 trägt der deutsche Enduro-Champion des Vorjahres, Rickard Larsson. Der Schwede hatte sich vor der Saison am Wirbel verletzt und konnte deshalb das gesamte Jahr nicht starten. Zschopau hat er für seine Rückkehr zum Offroad-Bewerb ausgesucht. Und wie hier zu sehen ist, hat er offensichtlich das Motorradfahren noch nicht verlernt. Dahinter kämpft sich Norbert Lichtenberg aus Gotha erfolgreich über Äste und Spurrillen die Auffahrt empor. Andreas Krebs hingegen hat keinen Grip und so fehlt ihm der richtige Schwung für die Auffahrt. Offensichtlich hat der Förster mal wieder nicht im Wald aufgeräumt, sonst würden hier nicht so viele Baumreste auf dem Boden herumliegen und die Motorradfahrer behindern. Viele Eindrücke von der schnellen Sonderprüfung, richtig gesagt von einer der beiden Sonderprüfungen, bleiben wir hier noch einen Moment bei Jani Laaksonen, der auch dieses Mal die 250er-Klasse gewinnt. Dahinter dann Marco Bartel, der freundlich und fair gerade vorbeigelassen wird. Die DM-Fahrer laufen immer wieder auf langsamere Fahrer auf, welche von den Schwierigkeiten der Strecke weit zurückgeworfen worden sind.
Mit dem zweiten Platz kann sich Bartel erneut vor Tuukka Saari platzieren, der aber trotzdem an diesem Samstag der neue deutsche Meister wird. Bartel bleibt aber auch vor Jano Boano, dem Italiener, der dem Enduro-Ruf für dieses Rennen nach Deutschland gefolgt ist und von dem, was er erlebt, nicht enttäuscht wird. Schwierigkeiten auf der Strecke gibt es genug, wie zum Beispiel diese Felsstufen hier. Georg Heiß lässt sich mehr die Steine herunterrutschen, als dass man von Fahren sprechen kann. Immerhin kommt der Heile unten an, was man in der Endabrechnung nicht von jedem behaupten kann. Auch der Sandspezialist Jörg Behnke traut dem Untergrund nicht so richtig. Dazu kommt bei dem Norddeutschen die Angst, sich bei einem Sturz erneut den Arm auszukugeln. Ein Problem, das er schon die halbe Saison mit sich rumschleppt. Wie es richtig geht, zeigt Mike Heidenreich bei seiner Heimveranstaltung. Und Thomas Brinkmann nimmt sich gleich ein Beispiel und kommt so auch wohlbehalten unten an. Wo es runtergeht, da geht es auch wieder rauf, zumindest hier in Zschopau. Und wenn es hochgeht in Zschopau, dann wird es meistens ziemlich anstrengend. Da gibt es Auffahrten, die alleine schon fast nicht mehr möglich sind, wo schon aus reinem Mitleid und aus purer Begeisterung harmlose Zuschauer schon nach kurzer Zeit zu aktiven Helfern werden. Und so wird an jeder Ecke geschoben, gezogen und gedrückt, was das Zeug hält. So etwas passiert aber nicht nur an dieser Stelle, sondern fast überall rund um den Kurs vor rund 50.000 Zuschauern. Man sagt mit Recht, das Herz des Enduros schlägt im Erzgebirge, wo nicht nur die meisten deutschen Fahrer herkommen, sondern wohl auch die größten Fans. All das zu zeigen, würde nicht nur den Rahmen dieser Berichterstattung sprengen, sondern auch eine normale Videokassette. Aber wir haben trotzdem den besonderen Reiz dieses großen Wettbewerbs noch einmal in ausführlicher Form auf eine eigene Kassette gepackt, wo wir sie noch einmal rund um die gesamte Strecke begleiten und Ihnen ausführlich zeigen, was denn nun diesen besonderen Reiz von Zschopau ausmacht. Egal ob schon deutscher Meister wie hier Dirk Thelen oder auf dem Weg zum ersten Titel wie wenig später sein Teamkollege Radek Matoschka, der Berg ruft und fordert seine Opfer. Zuschauer gibt es reichlich rund um Zschopau und die bekommen auch einiges zu sehen. So zum Beispiel einen wiedergenesenen Rickard Larsson, der an diesem Tag nur vom amtierenden Weltmeister und schnellsten Enduro-Fahrer aller Klassen, dem Finnen Juha Salminen, in der 125er-Klasse geschlagen wird. Und damit wird so ungefähr die Besetzungsliste dieses Wettbewerbs klar. Wobei wir noch vergessen haben zu sagen, dass 250er-Weltmeister Stefan Merriman ebenfalls am Start war. Allerdings startete der Australier erstmals auf einer 400er Viertakt Husqvarna, was ihn aber nicht daran hinderte, die Gesamtwertung aller Klassen für sich zu entscheiden. Aber sowohl er als auch Salminen werden nicht für die Meisterschaft in den einzelnen Klassen gewertet. Da sie keine deutsche Lizenz haben, zählen ihre Erfolge nur im klassenübergreifenden internationalen deutschen Enduro-Championat. Obwohl, deshalb sind sie nicht hier angetreten. Ihnen geht es um den Erfolg in Zschopau, diesem einzigartigen Wettbewerb in Deutschland. Selbst die Zielankunft ist einzigartig. Auf dem Hinterrad stürmt Anders Eriksson als frischgebackener Champion die Bühne im vollbesetzten Festzelt und lässt gleich den Reifen so richtig qualmen. Dahinter bedankt sich Udo Grellmann bei den Fans mit einem nicht enden wollenden Donut. Und das erklärt auch, warum dieser Wettbewerb an einem Samstag gefahren wird. Denn das Festzelt ist auch Stunden nach der Siegerehrung am Abend noch gut gefüllt, weil nicht nur die Fans, sondern auch die Fahrer den Saisonausklang genießen. Hier gibt es noch einmal die Fahrer zum Anfassen. Hautnah und noch mit Schlamm auf Jacke und Hose gibt es zum Abschluss noch einmal Autogramme für die Fans. Das Bier hat sich Eriksson verdient. Eine lange Saison von März bis Oktober hat dem Husqvarna-Fahrer doppelten Erfolg gebracht. Deutscher Meister in der großen Viertaktklasse und Champion aller Klassen. Na dann, Prost! Kann man die Rettung anrufen, bitte? Ich will auch im Zelt feiern.